So, hi zusammen nochmals. Selam aus Alanya. Heute sind wir hier in Kestel. Bei Daniels Cousine. Genau. Wir nehmen euch jetzt mal mit und zeigen euch mal auf die Küche hier in Kestel. Und es ist auch der Papa zugleich auch von der Anna. Und die Anna ist auch bei Manuel in der Klasse. Wir wurden schon öfters hier eingeladen, aber wir hatten ja auch die Fastenzeit. Und es waren jetzt gerade so viele Autos. Ja. Und seid einfach gespannt. Es ist halt Samstagabend, das ist normal. Da ist einfach viel mehr los. Gell? Ja. Jetzt gehen wir rein, oder? Und? Erzählen wir am Tisch weiter. Ja, das Essen ist hier sehr, sehr beliebt. Also Daniels Ruf wird schon überall in Alanya verteilt, wie gut man hier vor allem Sushi essen kann. So, ich zeige euch das Ganze nochmal auch, wie es hier ausschaut. Sieht echt schick aus hier bei Daniels. Echt schön. Ja, auch mit einer schönen hier Musik natürlich das Ganze. Ja, den Außenbereich zeige ich euch nochmals. Echt sehr schön, angenehm. Ja, hier kam jetzt auch gerade unser türkischer Tee. Wir wollten zuerst was trinken, bevor wir uns was zum Essen bestellen. Sieht echt sehr edel aus, ihr Lieben. Schaut euch mal das an, sehr schön. So, ich zeige euch jetzt nochmal die Vorspeise. Sieht echt lecker aus, wunderschön. Und wir haben ja noch, wir haben auch noch hier wunderschöne Cocktails noch bekommen. Echt lecker. So, da ist jetzt auch Asras Sushi gekommen. Ja, sie probiert das heute mal. Sieht echt lecker aus. Tobas Sushi. Ja, das ist mit Avocado und Gurken und Lauchzwiebeln. Ich freue mich schon richtig drauf. So, hier zeigt auch jetzt hier der Inhaber, wie man Sushi isst. Ah, Wasabi. Er zeigt es auch gerade. So. Ist auch immer sehr schön hier zu lernen. Also, er sagt jetzt zum Beispiel hier da drin, die Tuba versucht das gerade. Klappt das gut, Tuba? Ja, klappt gut. Konzentration. Ja, und jetzt soll sie es hier rein. Hebst du nicht mehr? Ja, ja, ja. Okay, alles da rein. Und jetzt? Alle hebst du nicht mehr? Okay, Tuba. Und wie schmeckt's? Ja, du kannst gerade nicht reden, gell? Aber ich nehme dich jetzt gerade auf. Ah, Manu, Asra braucht auch eine Sojasauce für ihre Sushi. Warte mal, Asra, gibst du ihr gerade? Bist du so lieb? So, jetzt zeigt sie er auch der. Ja, wie Asra es essen soll. Komplett gulkesim. Echt los. Also, wir kriegen hier gerade auch Essunterricht. Echt witzig. Warte. Das war auch jetzt total gut erklärt, weil ich habe jetzt gerade gefragt, warum wird eigentlich essen die Asiaten mit den Stäbchen? Hat mich so interessiert und hat gerade gemeint, ja, weil eben langsam gegessen wird und dann so unser Magen, unser Verdauungstrakt auch Zeit hat durch das langsame Essen. Und gleichzeitig ist es dann auch so, du genießt es. Ich habe gerade zu Selçuk gesagt, das ist ideal für dich. Wir essen ab jetzt zu Hause nur noch mit Stäbchen, weil Selçuk, wie isst du? Ich esse sehr schnell. Sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Also wenn ich anfange, ist Selçuk schon fertig. So kannst du dir vorstellen. So ungefähr. Also das schmeckt es dir? Wie findest du es? Er lernt es haben. Ah, du hast einen vollen Mund. Okay, wir hören dir mal gleich zu. Das erste Mal, dass du Sushi isst, oder? Also die Asra isst zum ersten Mal Sushi. Was sagst du? Wenn man die Schicht abmacht, dann schmeckt es lecker. Okay, also für die Kinder ist es anders. Also hier hat jetzt auch Rindersteak Bonfilet bekommen, gerade die Tuba, Asra. Ja, und das ist Tuba. Sieht echt lecker aus, als Hauptspeise. Ein japanisches vegetarisches Nudelgericht. Sieht echt lecker aus. Janum, was hast du bestellt? Chicken Barbecue war meins. Ja, und das war auch jetzt die Empfehlung auch jetzt von dem Eigentümer hier. Und ich bin jetzt auch mal gespannt. Ich probiere das jetzt mal, wie das Ganze jetzt schmeckt extra. Kannst du gerade dranbleiben. Oh, richtig knackiges Gemüse. Sehr lecker sieht das aus. Und ich probiere das jetzt mal.
Şarap da var değil mi? Şarap var. Also man touch mit dem Wein noch und Barbecue in ihrem Sinne. Şarap ya süsü, içim süsü. Yok 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 yok. Bunun peki sonra içeriz. Var, burada şarap yok. Ha tamam. Also kein Wein. Ja. Übrigens, okay, und es schmeckt also wirklich sehr, sehr lecker, sehr schön und sehr frisch vor allem. Ja, bunun sosuna da bir bakıyorum. Sosu bu mu? Evet, kendiniz yapıyoruz. Tamam. Er sagt gerade, ich soll jetzt hier die selbstgemachte Soße natürlich etin üstüne koyuyoruz, değil mi? Wir haben jetzt gerade das Glück, dass der Koch gerade bei uns ist. Der Betreiber zum Beispiel. Ja, genau. Und er hat selber auch 6 Jahre in Bombay, New Delhi gelebt. In beiden Orten, Städten. Wow, lecker. Hast du erraten, was es ist? Die Soße, meinst du? Nach was schmeckt? Ich kann es nicht beschreiben, es ist schwierig. Es ist so Joghurt, aber hat noch eine Frage. Ich muss es nicht fragen. Ich muss nachher mal neue verpixeln. Man sieht sie. Aber ist okay, oder? Welche Manolia oder? Cornea. Man sieht mir das Essen nicht. Ja, ist egal. Dann geh noch das Essen, Schatz. Bu sosta ne vardı? Bu sos sarımsaktı, Knoblauch und Tahin ist drin. Bir de şeyin neredeydi? Tahin ist drin. Safran nerede var? Bu yemeğin üstünde miydi bir de? Safran, evet. Und auf dem Essen ist natürlich auch Safran. Ha, beim Manolias Essen war Safran. Nicht in Mainz. Also ich kann es euch echt empfehlen. Lecker, köstlich. Ona bir tane sana bak, ona bir tane sana bak. Lecker. Şöyle bir tadına bakayım. Lecker. Ja. Lecker. Also ich probiere jetzt auch von Manolia Ears und nenne das jetzt zu Mancella hier. Bu, ihr Leben. Bu pamuk gibi şeyi kimse yapabiliyor. Er sagt, es ist leicht wie Pamuk Tuba. Also wie Watte. So gutes Hähnchen. Ganz weich. Butterweich. Saftig. Wow. Ja, sehr zart. Sehr lecker. Also es ist auch echt auch ein hochwertiges Restaurant, ihr Lieben. Es ist auch immer wichtig, dass man für gutes Essen halt auch wertschätzen sollte und ja, wir machen das auch. Ich liebe es oder wir lieben es, gut zu essen. Und alles, was gut ist, muss auch wertgeschätzt werden, ja. Auch von uns Kunden. Ja, und wir kochen ja selber sehr viel selber und wissen, dass gutes Essen manchmal bis zu 1,5 Stunden dauern kann in der Küche, ja. Manchmal sogar mehr. Gerade so die vegetarische Küche sowieso und dann auch kreativ sein darf. Und es dauert, aber dafür ist es so liebevoll. Und wir sind nicht einfach, gell, Sergio? Nein, sind wir nicht. Aber ich wollte noch was sagen. Also ich kann das Essen jetzt genießen, solange es warm ist. Also ich sag jetzt mal Tschüss und wir genießen das Essen hier. So, was hast du bestellt? Das ist ein Nachtisch mit Berry. Was Gold. Und Yeşilini? Yeşil şey, ne dersin? Krema. Kreması. Bu ne altı mı? Yeniliyor mu? Bu da karamelli. Seninkisi de ismi karamelli. Bunu bana mı söylüyorsun? Okey, sen bir şey söyle. Altın yemeli. Altın. Yemeli. Altın var. Pek goldet, he? Also, das sieht ja echt lecker aus. Also Leute, wenn ihr hier in Alanya in Kestel seid oder in Alanya seid, müsst ihr unbedingt hier nach Kestel kommen und zu Daniels Cuisine kommen. Wir verlinken euch unten auch nochmal über Google Maps die Adresse. Ist total lecker hier, sehr empfehlenswert. Wenn ihr gut essen wollt, dann kommt hierher. Halt das Ganze jetzt für uns. Oh wow. Ah, das ist jetzt mit Erdbeercreme, mit Chili-Creme. Blueberry, Buddha Karamell. Berries, also ich nehme das heute. Berry! Buddha Karamell. Berry! Das sieht echt richtig gut aus. Mhm. Bardakları bir kaldıracak değil miyiz? Ha, teşekkürler. Echt lecker aus. Willst du mal probieren? Dann kannst du auch gleich berichten. Mhm, also das ist jetzt mit Karamell und Creme. Allein deswegen lohnt sich schon herzukommen. Ja. Sehr lecker. Das war jetzt das erste und jetzt probieren wir mal das zweite. Kostprobe von Tuba Kara. Was wird sie sagen? Leute, was sagt sie? Das ist noch etwas leichter. Auch nochmal eine andere
Geschmackskomposition. Sehr, sehr lecker. Richtig toll. Das findest du nicht in Alanya. Also wir sind seit über einem Jahr hier in Alanya und das habe ich noch nirgends gegessen. Hast du schon mal so gut gegessen wie heute? Hier? In Alanya? Nein. Das muss man echt sagen. Also es ist richtig lecker das hier. Das ist das, was wir sagen. Also wenn du dich wertschätzt und das Essen, dann solltest du, wenn du hochwertig essen möchtest, solltest du auch in hochwertige Restaurants gehen. Sind wir fast schon seit 1,5 Jahren hier in Alanya? Ja, fast 15 Monate bald. Und ich bereue es gerade, dass ich nicht früher hierher gekommen bin. Genau. Unser Stammladen jetzt hier. Ja, so sieht das Ganze auch hier abends aus. Echt super, oder Tuba? Ja, sehr, sehr schön. Wir haben uns, ja, wir fühlen uns sehr wohl hier und der Gastgeber ist so wundervoll und erzählt uns im Detail auch die Historie dieses wunderbaren Restaurants, wie das eigentlich hier entstand und das ist so schön. Da ist dann auch nochmal eine ganz andere Empathie dahinter und wenn er uns erzählt, der Daniel selber, wie er was kreiert. Hier sind Menüsorten, die es sonst nirgends in Alanya gibt. Also wenn ihr, so lecker. Ja, wenn du gut essen möchtest, dann komm unbedingt hierher zu Daniels Cuisine. Vor allem, wenn du dir was Gutes tun möchtest und sagst, ich möchte mich beschenken, mit gutem Essen, mit lebendigem Essen beschenken, dann bist du hier richtig.